Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wir packen heute eine neue Tinbox aus, nämlich die Pokémon Trading Card Brigaron X Promo Tinbox. Ich zeig's euch mal. Heute habe ich die Kamera noch ein bisschen besser eingestellt, dass jeder sehen kann, was geht. Hier ist die Tinbox wieder am Start. Wir hatten ja schon mal eine Folge und mir hat das auch Spaß gemacht. Deshalb packen wir heute die Pflanzenbox aus, beziehungsweise Pflanzekampf ist ja das Ganze. Und ich würde sagen, wir gucken mal wie immer rein. Erstmal das Ding hier aufmachen. Das ist ziemlich schwierig, wie ich das hier mache. Ich mache ja mit der Webcam, nehme ich das eine auf und mit meiner HD-Kamera ist das andere. Legen wir mal die Sachen hier zur Seite. Hier haben wir die erste Karte, die Promo Bigoran. Ich sage immer Bigoran, ne? Der heißt Brigaron. WTF, ey. Müsste das Pokémon, ich will es lieber Bigoran nennen, weil es finde ich irgendwie persönlich cooler. Und hier haben wir auch die erste Karte am Start, nämlich die Brigoran EX, finde ich, ich habe schon wieder falsch gesagt, das ist so schlimm, ey. Finde ich richtig geil. Hier unten steht auch, dass es eine Promo ist. Und das eigentlich Spannendste ist ja die, das Opening der Booster Packs. Und wir werden mal gucken, was wir heute so drin haben. 4 Booster Packs sind's. Das werden wir jetzt auch irgendwo anders hinstellen. Moment. Und wir haben hier wieder ein X und Y Booster. Dann einmal Flammenmeer, also Flashfire. Und ein Hurt Gold Soul Silver Triumph. Und mit diesen Palika ist es, glaube ich, werden wir heute mal anfangen. Das sind eigentlich so die weniger interessanten Karten und ich muss sagen, ich habe mich ja letztes Mal beschwert, dass ich immer so schlechte Picks habe, aber die letzte Boosterbox war eigentlich richtig geil so. Also kann man sich auf jeden Fall nie beschweren. Ich muss das mal, ich glaube, ich muss das hinter der Cam aufmachen. Weiß gar nicht. Na, komm schon. Also so richtig Pro im Boosterpack öffnen bin ich nie. Und wir werden es wieder so machen. Erste bitte, also warte mal, müssen wir. Ah ne, 1, 2, 3, die nach hinten. Und dann geht's los. Ich hoffe, ich habe es wieder richtig gemacht. Okay, wir haben hier ein. Das fokussiert der Stolunior. Finde ich richtig geiles Artwork. Richtig cool. Dann haben wir Ponita. Dann haben wir. Warte mal, vielleicht kann er das so halten. Das ist vielleicht besser, genau. Ja, so ist ganz cool. Dann haben wir ein Zur Purze. Ne, ich muss so halten, so ist besser. Dann haben wir ein Magnetilo. Griffel. Ein Trainer Müllgreifer. Dann Libiscus. Ich glaube, das hatten wir ja schon in der vorhergehenden Edition. Ich bin mir nicht ganz sicher. Libiscus. Dann ein Knogger. Und ich glaube, Knogger ist eine Uncommon. Also eine. Keine Rare. Ein Nidoking. Phase 2. Das ist eine seltene. Also eine Rare. Und sogar Holo. Es ist immer ziemlich krass, wenn man in einem bewusster Pack 2 Rares hat. Aber ich glaube, hier haben wir auch wieder. 2 Holos und als letztes haben wir nochmal den Müllgreifer. Ja. Was aber eine Kamen, nee, eine Ankamen ist. Also ich weiß gar nicht, wie man das bei Pokémon sagt. Kamen, Ankamen, sagt man das auch so? Das Pack, ja, war ganz okay. Nidoking haben wir hier gezogen. Aber ehrlich gesagt, finde ich das Artwork gar nicht so geil. Machen wir mal jetzt mit den, stellst du mal die Karten hier im Hintergrund. Und wir machen jetzt mal weiter mit, oh jetzt fällt mein Stift runter, wir machen mal weiter mit dem normalen X-Pack, also X- und Y-Pack. So, da haben wir hier einen Code, den könnt ihr wieder ins Trading Card Game reinmachen. Bitteschön, 1, 2, 3, 1, 2. Und dann haben wir, wie schon gesagt, ich weiß noch nie, wie ich es halten soll, ey. So, so ist ganz cool, so. Okay, wir haben hier einen Mekil, Toxiped,
Parfi, Pikachu, Bidoof, also Bidiza, Lunastein, Brief von Professor, ein Amphizel, oh, ein Eneko, das ist eine Uncommon in Full Holo hier, oder man sagt glaube ich Reverse Holo, und BTF, ein normales Cerneas, also kein EX, aber finde ich cool, das ist ja eins meiner Lieblingsfeen-Pokémon, ist aber so wie ich sehe keine Holo, aber eine Rare, aber finde ich geil, das kann man dann noch zu unserem anderen Cerneas eliminieren. Finde ich auf jeden Fall cool, also da freue ich mich. Wir machen das Pack mal hier oben auf hier. Geht glaube ich besser. Weil so sind meine Arme so hinter der Kamera gestellt. So, hier haben wir wieder einen Code für euch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wer die Codes überhaupt benutzt. Würde mich mal interessieren hier. Zack. 1, 2, 3. 1, 2. Und hinter damit. Und wir haben jetzt hier ein Algit. Zorokex. Flaybaby. Skunkapoo. Ein Shinox. Ein Schockmegafon. Luxio, also die die Nachentwicklung von Shinox in dem Pack ist ganz lustig. Ein Makaramba. Ein Forstelka und das ist eine Rare und Reverse Holo. Oh, ich sollte mal vielleicht in die Kamera. Das sieht ziemlich nice aus. Richtig cool. Finde ich auch sehr geil. Und ein Boyelin, ey. Das ist so ein Pokémon, was ich mit gar nichts mit anfangen kann. Ist auch eine Rare. Ja, ist in Ordnung, jetzt nicht ganz so geil. Aber unser Forstelka kann man hier auf jeden Fall mit in unserer Reihe mit einreihen. Sieht man übrigens nie, weil es nicht richtig scharf ist. Und das letzte Pack kommt an Stissel. Also die erste Box, die war echt viel geiler, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht haben wir hier noch was richtig Gutes drin. So. Hier haben wir wieder einen Code. Bam, in your face. 2, 3. 1, 2. Zack. Und es geht los mit Zwirlicht. Roselia. Viscora. Schon wieder ein Flaybaby. Hat bloß eh eine Attacke, ne? Kann nix sonst. So, ein Garnovil. Das Artwork ist so ziemlich nice. Generell die Unlichtkarten so mit dem schwarzen Hintergrund finde ich ziemlich cool. Dann ein Darktidnis hatten wir schon. Ein Adressbuch. Ein Sneebel. Ein Darktidnis, also einmal dasselbe Pokémon und dann auch noch Holo. Das sieht ziemlich nice aus, ist aber eine Uncommon. Und ein Smetbo. Also Leute, das Set war nicht das Beste. Ich zeige mal die besten Picks meiner Meinung nach. Xerneas, das ist schon cool so. Dann Nidoking, auch ganz nice. Forselka. Und natürlich die Promo-Karte, die am coolsten aussieht. Ja, und wenn es euch wieder gefallen hat, das Unboxing, schreibt es in die Kommentare, ob ihr wieder sowas sehen wollt. Wie gesagt, so alle 3-4 Wochen höchstens mal. Das war jetzt auch das letzte 3 Wochen her. Und damit würde ich sagen, macht's gut, tschaußen.